Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Blade and Soul. Wir sind hier in, keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, was da oben steht. Tanjay Killens. Egal, ihr seht ja, ich habe hier so ein bisschen was zu tun. So ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel habe ich zu tun. Ganz viele kleine blaue Punktkreise und ganz viele große und okay, gegen die Spinnen muss ich nicht kämpfen, aber da sind irgendwelche anderen Sachen dabei. Ach, ich muss deren Spinneneier irgendwie holen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin hier nur ganz zufällig. So, die muss ich also holen. Muss ich gegen die? Ja, gegen die muss ich also auch kämpfen. Was ist da? Ach so, wieder Bombe. Muss ich gegen den da auch kämpfen? Oh ja, tatsächlich. Oh, das hat ihm aber abgezogen hier. Die muss ich irgendwie sammeln. Ich habe echt viel hier zum Sammeln und Suchen. Also das wird ein Weilchen dauern. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich wenig dabei erzähle. Das hat die. Das hat ein Netz auf mich gemacht und dann konnte ich mich nicht bewegen. War das eklig. Das ist dezent eklig gewesen. Ew. Das erinnert mich daran, dass gestern eine vollfette Spinne bei uns. Ach Mann, jetzt habe ich es gesammelt und nicht eingesammelt. Ja, dass gestern eine vollfette Spinne bei uns war. Ich sitze nichts an auf der Couch, gucke mir eine Serie an und alles, sehe dann ganz zufälligerweise auf dem Boden und. Ja. Nachdem mein Freund gefragt hat, was denn los war und mein verstörtes Gesicht gehabt. Ich fasse es nicht. Warum steht da schon wieder in 30 Minuten down und bla bla bla? Auch seriously, ich nehme das jetzt trotzdem weiter auf. Und außerdem war ich gerade dabei, eine Geschichte zu erzählen. Wie ich völlig verstört auf diese Spinne geguckt habe. Und mein Freund anfing zu sagen, oh, die ist aber riesig und dreht sich wieder um. Ich hab dann nur noch gemeint, töte sie. Ja. Da hat sie das gesehen, was sie wohl mit am liebsten mag. Ein Schuh. Oh Mann, der hat mich schon wieder angespuckt oder so. Da muss ich ja ein bisschen mehr erzählen, damit es sich für die Folge lohnt, ne? Weil wenn in einer halben Stunde der Server wieder down geht, wegen dezenten Serverwartungen. Wenigstens, sind es diesmal keine 7 Stunden, fast 8 Stunden wie beim letzten Mal, ne? Aber fast immer, wenn ich am Aufnehmen bin. Wenn ich mir denke, jo, jetzt habe ich Zeit, jetzt machst du ein bisschen was und so, und dann kommt sowas. Und wir haben mal wieder Post gekriegt von unserem nicht so gut aussehenden Typen. Hab irgendwie das Gefühl, der sieht immer schlechter aus. What's up? Es läuft noch so hinaus, dass es dem wirklich nicht gut geht. Ah, nein. Haha, diesmal hast du mich nicht erwischt. Diesmal hast du mich nicht erwischt. Nein! Verdammt, jetzt hat er mich erwischt. Ich würde nur deine köstlichen Eier nehmen. Das ist schon eklig für Spinneneier, dass die so eiermäßig sind und nicht so, wie es normalerweise Spinneneier sind. Oh, immer noch Spinneneier zu sammeln. Na haha. Oh verdammt, der hat mich ja trotzdem getroffen. Ich dachte, ich wäre voll cool ausgewichen und dann sowas. Nein, irgendwer hat mich gesehen. Was bist du denn? Was bist du denn? Ich bin auch schon mal an sowas vorbeigelaufen. Da war, ist nichts passiert. Okay, das mit den Spinnen habe ich, glaube ich, erledigt. Jetzt sind nur noch ein paar von denen. Och, oh Gott. Ich dachte schon wieder, es wäre so ein komisches, keine Ahnung, was Vieh. Das ist eine Hütte. Das ist einfach so eine Hütte. Oh, da sind ja Gegner. Oh, was bist du? Du warst auf einmal weg. Ach so, ja, kann ich jetzt nicht machen. Ist in Ordnung. Und, oh, das hat gar nicht so viel abgezogen. Oh, der hält etwas mehr aus. Dezent. Bleib einfach da. Bleib einfach genau da. Nein, 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 nicht noch jemand. Okay, du bist in Ordnung. Das geht schon noch. Oh, guck mal, da läuft schon wieder so ein komisches, kleines Vieh-Beschwörermäßiges herum. Ich habe in einen Ort mich nochmal umgesehen gehabt und alles, ne? Und habe jemanden gesehen, der war kleiner als sein Beschwörungsvieh. Und das war dasselbe Beschwörungsvieh wie da hinten, ne? Also, ja. Ach, das war der Typ, den ich besiegen musste nur. Ach so.
Tut mir leid, ich war eher, ne? Ich war ein bisschen schneller als ihr. Es tut mir leid. Eigentlich nicht, aber es tut mir leid. So, die haben das wahrscheinlich alle ein bisschen so besiegt. Ich einfach nach unten, das ist auch in Ordnung. Ich muss eh noch die blauen Kreise abgrasen. Und mal ein bisschen gucken. Ah, und da ist noch ein roter, großer Kreis, der jetzt nicht aufgeblinkt hat. Also irgendwas anderes noch. Ach, stimmt ja, ich muss ja noch diese komischen Viecher besiegen. Da, das da, auf das ich gerade zulaufe. Stimmt ja, vollkommen vergessen. Oh, wow, ich habe endlich mal das eine fertig. Wow, ich dachte, das wird nie was. Habe ich schon mal gesagt, dass das hier eigentlich voll cool aussieht mit den Bäumen und so? Nee, noch nicht? Ja, dann sag ich's jetzt. Das sieht voll cool aus. Mit den Bäumen und so. Okay, das habe ich auch schon mal erledigt. Jetzt nur noch die blauen Kreise dort hinten. Aber ich denke mir auch, wenn ich da schon mal durchgehe durchs Dorf, kann ich auch ein paar abgeben, oder? Und zu den blauen Kreisen muss ich ja sowieso auch noch mal. Ich muss ja eh in die Höhle und alles. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die dann sagen, ja, hey, du musst auch von der Mission her in die Höhle. Nicht nur wegen diesem Extra-Training noch mal. Ich frage mich, wie viele Extra-Trainings es noch gibt und ob es noch dazu kommen wird, dass er noch schlechter aussieht als ohnehin schon. Es geht jetzt also eigentlich in ein anderes Gebiet wieder. Aber ich will auf jeden Fall. Ich muss ja eh noch die Kreise machen und noch das eine da mit dem Training, aber okay. Von der Hauptstory her geht es jetzt wieder woanders hin. Ach, guck mal, das sind solche komischen Steine. Oh Gott, da kommt doch irgendwas, oder? Nein, ich habe mich überhaupt nicht erschreckt. Oh mein Gott, da ist ja wirklich was rausgekommen. Oh mein Gott, ich dachte erst so. Okay, ja, da kommt was raus und alles, dann kam aber nicht, dann ist das nur kaputt gegangen. Da dachte ich mir, okay, ja, und dann habe ich aber unten gesehen, dass es sich nicht verändert hat. Immer noch 0 von 3 hieß. Und ja. War schön. Ein kleiner Schocker am Morgen. Naja, so früh haben wir es ja nicht. Wir haben fast Mittag auch. So, jetzt bin ich in der Höhle, um dieses geheime Training mal wieder zu absolvieren. Und hoffe natürlich jetzt, wo ich diese eine Mission noch gemacht habe, dass es nicht plötzlich heißt hier, ja, du musst doch mal in die Höhle rein. Dann freue ich mich natürlich riesig. Weil die Hauptstory und so weiter, die führte mich ja woanders hin. Ich hab's endlich geschafft, hierher zu kommen. Zwischendurch hat der Server gesagt, hier, ja, nur noch 15 Minuten Zeit. Aber die Leute hier waren ganz schön, ja. Haben ganz schön gut was ausgehalten. Hey Cricket, you made it. Guck, er ist immer schwächer, Thanks ich for sag's coming. doch. Okay, so to don't Der redet This schön is pretty langsam hard und alles. Was? Warum jetzt ihn? Warte, warte. Use Dings und dann. Ach so, ich muss erstmal abwarten. Ach so, jetzt ist es. Warte. Ja. Ich hab Angst, du machst mir Schaden. Good job. You've been an Master Hong knew you'd go on to do great. Wish I what I mean to say. Let's check it. Irgendwie ist seltsam. Was soll ich denn jetzt machen? Ach du meine Güte. Das ist was ganz anderes, das bin ich nicht gewöhnt. Na, hoffentlich klappt das noch, bevor der Server down geht, ne? Jetzt sind hier keine Leute. I must be losing my touch. Nein. Nein. Ich habe Angst, dass er drauf geht. Ich habe echt Angst, dass er jetzt drauf geht gleich. Nein. Oh Gott, warum habe ich ein ganz gut ungutes Gefühl gerade? Da ist der nächste.
ist jetzt? Soll ich mit... Achso, ich soll mit dir reden. Oh, jetzt zum nächsten Raum. Okay. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne, ne? Achso, ja. Nein, nein, Mann. Oh, Gott sei Dank, es hat noch ein bisschen gereicht. Du bist ja schon dort. Du bist so schnell. Wieso ist der eine so schnell draufgegangen? Das würde ich jetzt aber mal gerne. Warum geht ihr auf mich? Ich bin nicht so wehrlos wie der Kleine, aber... Was? 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 Der hat mich einfach runtergeschmissen. Ich dachte gerade für einen Moment, ich wäre tot, aber dann dachte ich mir so, hä? Nee, ich hab da noch volles Leben. Also so nahezu volles Leben. Irgendwas stimmt da nicht. Die haben mich einfach nur umgeworfen. Ach, das ist sogar ein Captain. Ah, okay. Dem geht's gar nicht gut. Das ist nicht... Nein, ich habe das Gefühl, auch zusammen mit der Musik, dass das artet doch so aus, dass er sich dann verabschiedet und wir so das letzte Mal mit ihm kämpfen quasi und ja, dass das vorbei ist. So wird das doch ausarten. Oh Gott. Cricket. Dem geht's gar nicht gut. Seht ihn euch mal an. I overexerted myself in that fight. Worth it. Was? Nein, 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 nein. It was an honor, Cricket.